seinem strammen Bauch heraus. Sie sagt nein. Er hat keine Angst davor, dass sein Hosenstall aufsteht. Das ist leider falsch. Oh. Oh. Elvira. Guck doch einmal in die Kamera mit deinen Augen. Oh. Also das ist seine einzige Angst, ist eigentlich, dass sein Hosenstall aufsteht. Aber egal, wir machen sofort die nächste Frage. Du hast noch eine Chance, pass auf. Mark Forster hat vieles erreicht in seinem Leben. Das Einzige, was er nicht hat, ist ein Führerschein. Und deswegen springt manchmal seine Mama ein, um ihn zu dem ein oder anderen Termin zu fahren. Stimmt's oder stimmt's nicht? Das stimmt. Meint ihr hier? Nein! Elvira, willst du noch mal kurz überlegen, ich vielleicht? Was macht die Masse? Nein! Nein! Elvira, das war das heftigste Nein, was ich lange gehört habe. Sehr entschlossen. Und das ist richtig! Ja! Oha. Nochmal in die Kamera. Ja, Mann! Oha. Ja, Mann. Das ist echt so fantastisch. Meinst du, Ilka, du findest noch jemanden, der vielleicht Lust hat zu machen? Ja, Mann. Wen hast du da denn? Was ist denn Hans? Da sieht man wieder, wie alt wir schon sind. Fantastisch. Sehr gut. Es könnte noch stundenlang so weitergehen, wenn ich noch eine Frage hätte zu Mark Forster. Genau. Also, Mark Forster macht gern Mannschaftssport. Früher war er Stürmer beim ASV Wittenheide. Außerdem war er Vizekreismeister beim Tischtennisspielen. Das stimmt. Stimmt's oder stimmt's nicht? Denk an seine fließende Bewegung. Irgendwoher muss das ja kommen. Ja. Du sagst einfach mal ja? Ja. Und das ist richtig! Ja. Fantastisch. Wie das hier wieder alles läuft. Jawohl. Das sind deine Tickets. Da ist eine Nummer drin. Die rufst du an und dann kriegst du die Tickets. Wow. Das war einfach glücklich. Noch jemand glücklich. Yeah. Ilka, wie schnell neue Freunde finden. Das ist ganz toll. Wir sind ein Mann. Ja, ich sollte es jetzt vielleicht ein Mann nehmen. Ja, ja. Kommen Sie, ich bin ein Mann. Immer Mann. Du bist ein Mann. Wenn du einen findest. Ich bin auch ein Mann. Aus? Ah. Oh Mann, das ist schon. Oh, habt ihr ja heute mal Glück gehabt mit dem Wetter, wa? Bleibt auch so. Bleibt so. Und jetzt kommt ja der Sommer, also alles gut. So, und hier kommt die Mark Forster-Frage. Konzentrier dich, Achtung. Mark Forster trägt immer ein Basecap, das kennt ihr. Er hat früher Baseball gespielt sogar und den Ball einmal so gegen den Kopf bekommen. Seitdem leicht verformt, eine kleine Beule zieht sein Haupt und deswegen setzt er sein Basecap auch nicht mehr ab. Stimmt's oder stimmt's nicht? Stimmt nicht. Richtig, völliger Schwachsinn. Richtig! Wer sich das wieder ausgedacht hat, kann mich manchmal nur wundern. Aber egal. Wünschen dir einen richtig schönen Abend. Ilka, kommst du wieder hoch oder was? Das ist so schön hier, muss ich sagen. Oh, ja. Oh Mann, ich bin so lange schon. Ja, Rosi. Das ist schon möglich. Das wäre ganz entzückend. Okay, Ilka macht sich auf den Weg nach oben. Wir haben am Anblick Zeit für unseren DJ. Nochmal einen riesen Applaus für DJ Gunnar. Jawohl. Und wir sind gleich mit Erfolg da.